Hey Lieben, willkommen zurück zu Dead Spatze. Schön, dass ihr wieder da seid. Weiter geht's. Im letzten Part haben wir einen Bossfight gemacht. Auch wenn er ein bisschen... Naja, es ist zu leicht ein bisschen, aber naja, was soll's. Ja. Und jetzt geht's weiter mit dem schönen Spielchen. Wie gesagt, irgendwann nochmal auf schwer, on-stream oder so. Oh. Waffen-Upgrade. Inventar voll, ja, das müssen wir einmal ändern. Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erforderlich. Alles 3? Ja, tatsächlich. Ja, aber das Waffen-Upgrade würde ich schon gerne mitnehmen. Lassen wir da, was lassen wir da fallen? Ich würde sagen, wir geben uns mal ein Medkit. So. Alter, das ist so geil. Schön weggebrezelt. Oh Gott! Ah! Oh fuck! Oh no! What the fuck? No way! Oh mein Gott! Was ist das? Nice. Alter. Einfach noch so ein Vieh. Holy shit. Thank you.
Nice. Okay, ich sehe eine Energieumleitung von den elektrischen Systemen. Achte auf die Ausgänge. Das Netz ist nicht stabil. Das sind zwei. Noch ein System. Dann haben wir genug Energie für das AAS. Leichen zum Infizieren. Das organische Zeug an den Wänden ist auch totes Gewebe. Die Besatzung dachte, es wäre ein Habitatwandler. Isaac, ich werde ein paar Diagnosen durchführen. Ich glaube, das Zeug breitet sich aus. Ja. Ah, so ein schönes Spiel. Das ist so geil einfach. Finde ich richtig gut, dass sie davon ein Remake gemacht haben. So. Hat der erste verdient, also. Richtig gutes Remake. Oh shit. Scheißviecher, ey. Ich soll hier gar nicht hin. Oh, ich habe gedacht, ich soll hier runter. Okay, okay. Dann habe ich den Wegmarker falsch interpretiert. Ich dachte, der zeigt nämlich genau nach unten in den Raum hier. Aber nee. Der zeigt... Ah, in die andere Seite. Okay. Ich dachte, ich sollte jetzt einmal mit dem quatschen oder so, bevor es weitergeht. Also vor dem nächsten Schritt. What the fuck? Elizabeth, hier ist Jacob. Ich habe auf der Brücke nach dir gesucht, aber die ist komplett im Arsch. Ich verzieh mich, falls das, was es verursacht hat, wiederkommt. Mach du das auch. Das Verwaltungspersonal ist wohl zum Abbaudeck zu den anderen Überlebenden aufgebrochen. Ich werde auch dorthin gehen. Wenn du nicht dort bist, finde ich eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Versprochen.
geschafft. Die AAS-Kanonen sind wieder online. Warte, automatische Zielerfassung offline. Kalibrierungsdaten nicht gefunden? Scheiße, keine automatische Zielerfassung. Die Kanonen sind nutzlos. Und wenn wir sie manuell nutzen? Du willst da raus, während dieser Scheiß da runterregnet und die AAS-Kanonen manuell nutzen? Wenn die Kanonen genügend Zieldaten haben, wird das System neu kalibriert. Hast du eine bessere Idee? Oh Gott. Ich öffne den Außenzugang. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Oh. Das wird jetzt richtig geil. Das wird jetzt richtig geil, Leute. Jetzt geht's nämlich raus. Oh, fuck yeah. Oh, fuck yeah. Oh, shit. Oh, shit. Ah, ich freue mich. Oh, ein Schemata. Mittlerer Ingenieursrig, yo. Gold-Halbleiter. Ja, langsam wird's knapp hier, ne? Scheißdreck. Ja, schwierig. Was lasse ich denn fallen? Das ist Bronze, ne? Dann lasse ich mal einmal fallen. Und einmal das hier. Ja, hilft ja nichts. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und den nehme ich auch mit. So. Okay. Let's fucking go. Ich synchronisiere ein paar Kanonen mit einem meiner Werkzeuge. Ich ziele auf einen Asteroiden, die Kanonen treffen ihn und ich kalibriere das System neu. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tu es. Okay. Sicherheitsanfrage abgerufen. Jemand muss ihn aufhalten. Hier spricht der zweite Offizier Sheik. Ich brauche sofort den Sicherheitsdienst. Niemand kommt. White, um Himmels Willen. Gehen Sie von der Steuerung weg. Wir brauchen unseren ersten Offizier. Captain Mathias ist tot. Captain ist tot? Winston's Sicherheitsteam ist tot? Wer ist noch übrig? Weg von der Luftschleuse. Das ist ein Befehl. Wer ist noch übrig, Sheik? Diese fanatischen Unitologen? Eckhart hat uns ordentlich verarscht, oder? Wenn ein CEC-Direktor so verkommen sein kann, dann ist es wahrscheinlich auch die ganze Firma. Genau wie Aegis 7. Glauben Sie, die CEC schickt kein Rettungsteam für ihr wertvolles Abbauschiff? Denken Sie nach, White. Wir müssen nur durchhalten. Ja. Sie sollten das. Nein, Sir! White, du verdammter Idiot! Versiegeln Sie sofort die Luftschleuse! Eieieiei. So, wir speichern einmal ab. Zack. So. Alter, sieht das krass aus. Holy fuck. Alter, what the fuck, ey. Zielsystem wird synchronisiert. Muss ich hier warten? Alter? Strike ausrufen. What? Ah, okay. Kalibrierung abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online.
Warnung. Höllenintegrität beeinträchtigt. Wie warten? Hä? Was für warten? Ja. Ja, cool. Ja, nice. Ey, echt cool. Wo ist denn da der Sauerstoff gewesen? Hä? Eintritt in Vakuum. Alter, das war scheiße. Schwerelosigkeit aktiviert. Wo soll es denn hier Sauerstoff geben? Zielsystem wird synchronisiert. Kalibrierung abgeschlossen. Ah. Automatische Zielerfassung online. Okay. I got it. Hab ich nicht gesehen eben, sorry. Zielsystem wird synchronisiert. Ach Gott, ich drücke mal schießen. So. Integrität beeinträchtigt. Alter, diese fette Kanone da rechts, guck mal. Kalibrierung abgeschlossen. Schießt das alles ab. Automatische Zielerfassung online. Super geil, dass diese Mission. Super geil. Holy shit. Ah! Zielsystem wird synchronisiert. Aua! Wer will denn was hier? Abgeschlossen. AAS neu kalibriert. Wer? Zielerfassungssysteme aktiviert. Da unten. Geschafft. Die AAS-Kanone sitzt überall auf dem Schiff online. Gott sei Dank. Aktiviere den Autopiloten. Komm wieder rein, Isaac. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes machen. Dumme Saudi. Wo ist hier Sauerstoff? Alter, holy shit. Wäre fast noch ein bisschen hierbleiben. Es ist halt. Ich feiere diese schwerelosen Level. Guck mal hier, da ist noch was. Irgendwas Geiles. White Rick. Alter, das ist einfach ein fucking Anzug. Willst du mich verarschen? Wir haben einfach einen Anzug bekommen. Jetzt will ich nochmal was gucken. Okay. Nice, oder? Ist das geil? Hammer, oder? Gib dir mal dieses riesige Schiff. Gib dir das mal. So krass aus. Ist ein Ort der Zuflucht. Überlebende kommen bitte zu uns. Warum ist das nur so laut? Ich gehe zur Krankenstation. Ja, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ich melde mich. Besatzungsdeck. Weiß er etwas, das wir nicht wissen? Ja,
Kann gut sein, ja. Ohne Ausweg. Fertig, Kapitel 5. 4. Kapitel 5. Loyal bis in den Tod. Das Spiel vergeht mir schon wieder zu schnell. Ja, man spielt so rund 12 Stunden. Ja. Und glaube ich 12 oder 13 Kapitel, also Stunde in Kapitel. Oder pro Kapitel Stunde. Ja. Das ist schnell rum, Leute. Ist schnell rum. Was zum Teufel? Alter! Was zum Teufel ist das? Willst du mich verarschen? Laufende Köpfe! Was zum... What the hell? Crazy shit. Warte mal, das waren Dreier, ne? Ja. Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erforderlich. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Oh fuck yes. 20.000 das Ding. Die kriegen wir aber dicke zusammen. Ja, was heißt dicke? Aber die kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Alter, fucking nice Stein, Digga. Let's go. Das ist eh das Geilste an dem Game hier. Ja, Mann. Ja, Mann. Geil. Es ist so cool alles. Ja, schön. Guck mal, oh, jetzt haben... Ah, mit dem Anzug-Upgrade haben wir auch mehr, größeres Inventar. Das ist nice. Das ist richtig nice. Impuls-Upgrade. Ins Lager verschieben. Ja. Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, die Laserkanone packe ich raus. Der Flammenwerfer ist schon sehr nützlich. Aber das Ding, meh. You know. So, ich hole mir. Ich hole mir. Gucken wir mal die Money. So. Und ich hole mir noch. Nee, nicht verkaufen! Ach Gott, dammit, ich hab's verkauft schon wieder. Ich scheiß Vollidiot. Das wollte ich nicht. Ach man. Ach man, ey. Ja, komm, es ist. Scheißegal, ich kaufe mir jetzt zwei wieder. Das war jetzt mieser, aber was soll's. Komm, scheiß drauf. So. So, okay. What's next? Da lang. Zeit
Freigabe bestätigt. Wow. Zwei, Alter. Boah, Dicker. Spannt euch mal. Gibt's doch gar nicht. Ich werde gleich wieder zum Shop gehen. Ja, ich weiß, Isaac. I know. Ah, die kleinen Dinger bringen gar nichts. Ja, da brauche ich drei Stück, damit ich einmal voll bin. Ey, das ist auch richtig mies. Gut, den verkaufen wir mal. Ja. So, hole ich mir jetzt. Ja, schwierig. Keine Heilung, ne? Pass auf. Ins Inventar. Actually, auch ins Inventar. Und dann kaufen wir uns noch einen hiervon. Kauf erfolgreich, nice. Und so. Okay. Nice. Speichern wir nochmal ab. Ja, so langsam aber sicher drehen wir durch hier, ne? Fragt sich nur, woran das liegt. Wer weiß. Ne? Was? Was drin? What the fuck? Ich will hier weg. Fahr bitte weg. Fahr bitte hier weg! Holy shit, Alter. Fahr bitte einfach weg. What the fuck, ey. Da scheiße ich mir an die Büchse, ey. In die Buchse, wollte ich sagen. Oh, ekelhaft. Die Geräusche, ey. Nächster Halt, Krankenstation. Chemielabor zurückverfolgen. Halt, hast du Chemielabor gesagt? Ich kann dich kaum hören. Finde die Quelle der Übertragung. Thank you.
Hä? Wer hat hier die ganzen Lampen aufgestellt? Das war alles neu. Oh shit. Daniels? Die Tür zur Krankenstation ist hinter mir zugegangen. Hallo? Was? Ein Überlebender. Oh. Endlich. Sie sind hier sicher. Ich bin Arzt. Ist Nicole Brennan bei Ihnen? Sie suchen also keinen Schutz. Freigabe bestätigt. Dr. Brennan ist gerade beschäftigt. Soll ich Sie hinführen? Oder Sie öffnen diese Türen und ich suche Sie selbst. Wie egoistisch. Vielleicht kommt etwas rein. Oder raus. Scheiße. Aha. Sie wollen also Schwierigkeiten machen. Nehmen Sie Platz. Ich kümmere mich gleich um Sie. Ja, das gefällt mir ganz und gar nicht. So, wir machen hier aber Schluss. Leute, im nächsten Part geht's weiter mit Dead Space. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.